Kapitel 19 Turnier der Champions Epsilon Edition. Zurück am Nullpunkt. Epsilon hatte ihre Recherche über den Plot-Kaiser noch einmal versucht, komplett neu zu beginnen. Offensichtlich hatte dieser jedes Interesse an einer Zusammenarbeit verloren. Gleichzeitig hatten die Nachforschungen über seine Identität absolut nichts erreicht. Es war, als hätte Epsilon ein gelöstes Puzzle vor sich liegen, doch das gezeigte Bild war einfach falsch. Jedes Teil passte zu denen drumherum und trotzdem war das Resultat ein falsches. Und die Zeit ging ihr schnell aus. Das Königsliga-Turnier stand bereits kurz bevor. Entweder Polana Vatra oder Slash wollten den Sieg erringen. Und anschließend wäre die Rüstung vollständig. Und sobald dies der Fall war, musste Epsilon entschieden haben. Versuchte sie den Kaiser zu stürzen und ihre eigene Herrschaft als Kaiserin neu zu errichten? Oder machte sie einen letzten Versuch, sich ihm anzuschließen? Gleichermaßen würde sie im Duell ihr Bestes geben müssen. Seraora war einverstanden gewesen, dass Polana Vatra das Emblem erhalten würden, sollte Team Slash den Titel gewinnen. Aurora und Kel hatten eine Wette abgeschlossen, dass sie Epsilon etwas schuldeten, würde Team Slash für sie gewinnen. Diese Schulden würden das Wichtigste werden, um Aurora und Kel als ihre Kämpfer zu gewinnen. Egal, ob sie nun mit dem anderen Kaiser kämpfte oder anschließend als eigene Kaiserin. Und gleichermaßen zeigte der Verlauf der Saison deutlich, dass Team Slash durchaus in der Lage wäre zu siegen. Doch sie waren nicht die Favoriten. Auf Platz 2 der Saison hatte sich das Team einen Platz im Turnier mehr als deutlich gesichert. Seraora schien höchst zufrieden. Epsilon jedoch nicht. Sie waren nicht die Stärksten. Aber sie mussten gewinnen. Es gab keinen Weg drumherum. Schon gar nicht, wenn sie auf ihre Angstgegner blickte. Platz 1 der Saison. Saison 1 in der Königsliga. Zwar hatte Epsilon gewusst, dass ihre Tochter und Kel ein großartiges Team waren. Doch die völlige Dominanz der beiden in der Saison war trotzdem eine Überraschung. Trotz dem Fakt, dass es sehr leicht war, einen Konter gegen Polana Vatra zu haben, schien nichts und niemand Kel bezwingen zu können. Und auch, wenn er recht klar stärker war, war es nicht so, als würde Aurora nicht ihr eigenes Gewicht ziehen. Sie bezwang zwar nicht scheinbar bedingungslos jeden Feind, egal wie mächtig. Doch trotzdem wusste sie sich gegen Gegner jeder Art zu behaupten. Spätestens seit dem 4. Spieltag schien es für die Zuschauer nicht einmal mehr eine Frage zu sein, dass Kel und Aurora siegreich werden sollten. Seit sie an jenem Tag nicht nur die Veteranen Iron Fists besiegten, sondern diese wahrlich zertrümmerten. In einem zu Null-Sieg, welcher nicht für den Bruchteil einer Sekunde Spannung aufzeigen wollte. Darkrai, der sich seit jener Versammlung möglichst von Epsilon ferngehalten hatte, hatte zudem seine Drohung wahrgemacht. Team Nordica hatten sich aus der Saison komplett ausgetragen, hatten nicht ein Duell gespielt, waren nicht im Ranking gelistet und waren dementsprechend auch keine möglichen Rivalen für Polana Vatra oder Slash. Was nun im Nachhinein sogar eher schädlich für Epsilons Pläne war. Wenn weder ihr Team noch Polana Vatra siegen würden, wäre dies zwar unpraktisch, aber nächste Saison gäbe es eine nächste Chance und in der Zeit könnte Epsilon Vorbereitungen treffen. Ein Turniersieg Polana Vatras wäre das Worst-Case-Szenario. Das Wochenende nahte und der Turnierbaum zeigte zum ersten Mal sein Gesicht. 16 Teams
Unter anderem natürlich Team Slash und Team Polanavatra. Als die ersten beiden Plätze im Ranking der Saison war eine Begegnung der beiden Teams nicht vor dem Finale möglich. Dies brachte viele Möglichkeiten mit sich, dass Polanavatra scheitern würde, bevor es zu einer Konfrontation kam. Dies galt zwar auch für Team Slash, aber Epsilon war von sich selbst überzeugt. Im Notfall müsste sie das Team eben alleine an die Spitze bringen. Nur war das offensichtliche Problem, es war nicht gerade wahrscheinlicher, dass Team Polanavatra ausschied. Die Finalbegegnung schwirrte bereits so sehr in Epsilons Kopf, dass es ihr schwerfiel, sich auf die früheren Runden zu konzentrieren. Aber das würde sie auch müssen. Begegnung 5 im Achtelfinale. Team Slash und Team Aboro bitte bereit machen. Latias kündigte an, als Epsilons Gruppe sich ins erste Duell stürzen sollte. Die Kämpferin Nordicas wirkte recht überfordert, so wie bereits den ganzen Tag. Die Ansagen hatte sie allesamt übernommen. Kanimani, Floink und Latios rannten teils durch die Arena, offensichtlich zuständig für Hintergrundarbeit des Turnieres. Darkrai hatte Epsilon früher am Tag ebenfalls schon erspäht. Jedoch bloß inmitten der Zuschauer, wobei er sich nicht rührte. Offensichtlich hatte der Ligaleiter nicht vor, die Liga in diesem Turnier tatsächlich zu leiten. Ein Fakt, der auch Epsilons Teamkollegen auffiel. Ich will damit nichts gegen Latias, Latios, Kanimani und Floink sagen, aber Gott, dieses Turnier fühlt sich so improvisiert an. Darkrai nimmt seine Leitungsaufgabe anscheinend nicht sonderlich ernst. Meinst du? Ich meine, ja, heute macht er nicht so viel, aber ich bin mir sicher, er hat zumindest versucht zu organisieren. Es war ihm vermutlich einfach zu viel. Wenn das wirklich der Fall ist, gewöhn dich dran. Ändern wird sich das wohl kaum in den nächsten Saisons. Könnte es aber. Er müsste einfach in den sauren Apfel beißen und tun, was Elementara nie wollte. Sein ganzes Team offiziell zu Ligaleitern ernennen. Dann könnten alle mehr bewirken und müssten sich nicht darauf verlassen, dass ein einzelnes Pokémon alle Entscheidungen trifft. Das ganze Team? Geht so etwas überhaupt? Nur weil eine Position mit viel Macht verbunden ist, heißt das nicht, dass ein Pokémon sie alleine ausfüllen muss. Ja, da war was Wahres dran. Wenn also, ich übernehme dann die erste Runde. Einverstanden. Epsilon schreckte wieder aus ihren Gedanken auf, als Seraora dies verlautbarte. Mach nur, letztlich raten wir doch ohnehin nur. Zoroark, Seraora, Monagoras. Auf Seiten des Team Slash. Milotic, Roserade und Togekiss. Auf jener ihrer Gegner. Die Typenbalance des Duells wirkte recht ausgeglichen. Seraora konterte zwei Gegner, wurde jedoch vom letzten gekontert. Monagoras und Togekiss konterten sich gegenseitig. Epsilon stand jedem Feind neutral gegenüber. Die Chance für einen guten Start hatte bei zwei Dritteln gelegen. Man könnte durchaus hoffen, dass nicht gerade Roserade den Anfang machte, wenn sich auf Seitenteam Slash Seraora dafür entschieden hatte. Wenn man jedoch darauf gewettet hätte, dann hätte man auch gewonnen. Milotic, die Leiterin des Rang 15 Teams der Saison und eine sehr ausdauernde Kämpferin mit heftiger Durchschlagskraft, stand Seraora gegenüber, der sich sichtlich über sein Los freute. Der Grund, wenn Milotic eine Schwäche im Ring hatte, dann Geschwindigkeit. Sie war nicht sonderlich agil. Für ein Wasser-Pokémon war dies grundlegend keine tolle Eigenschaft, da viele Elektrotypen sich sehr durch Geschwindigkeit auszeichneten. Doch ihr jetziger Gegner war selbst für Elektro-Pokémon agil.
Dementsprechend sah auch der folgende Kampf aus. Bereits vor der Ankunft Epsilons hatte Zoroark eindeutig bereits den Schwertkampf beherrscht und war sich nicht zu schade gewesen, ihrem Teamleiter im Umgang mit der Waffe zu unterrichten. So dass Seraora genau wusste, wie er seine Lanze aus Blitzen zu nutzen hatte. Aber zumindest der Distanzangriff blieb Milotic und dieser war eine Stärke der Kämpferin, erzwungenermaßen, da ihr schließlich Agilität fehlte. Allerdings war Fernkampf gegen Feinde effektiver, die ihre Agilität nicht nutzen konnten, um möglichst schnell in den Nahkampf zu kommen und wieder zu fliehen, bevor ein Konter folgen sollte. Und besonders nicht gegen jene, die Seraoras Lanze besaßen. Jene, welche Projektile reflektieren konnte. Jene Stärken, die Milotic hatte, wurden durch Seraoras Kampfstil negiert. Jede Schwäche, die sie hatte, nutzte er. Es war kein spannendes Duell. Duell 2 der ersten Runde. Epsilon war in den Ring getreten, da Monagoras sich gegen Roserade sicherer fühlte als gegen Togekiss und Team Slash geeint mit diesem als nächstes rechnete. Mit Recht, wie sich herausstellte. Ein Blick auf den Feind und Epsilon war sich siegessicher. Aus dem Schatten der Wände durch die Sonne griff sie sich sofort ihre regenbogenumwobene Klinge. Sie könnte sich direkt den Schatten des Feindes krallen, den Kampf sehr einfach machen. Doch sie entschied sich noch einen Moment zu warten. Ihr Gegner war ein Feentyp mit einem schnell sichtbar offensiven Kampfstil. Ein offensiver Kampfstil würde Schnellattacken mit großer Durchschlagskraft herbeiführen. Welchen Angriff würde ein Feentyp wohl als seinen stärksten nutzen? Mondgewalt. Eine wunderschöne Gelegenheit, wenn der Feind freiwillig die Schlacht in Schatten drängte. Genau um dies herbeizuführen, kämpfte Epsilon also auch. Wobei ihr schnell klar war, dass sie auch ohne den Schatten des Feindes siegen würde. Die meisten Angriffe des Gegners folgten überraschenderweise im Nahkampf, wodurch Epsilon ihre Klinge zum Blockieren und Attackieren ausnutzen konnte, womit Togekiss sichtlich Probleme hatte. Die Konterangriffe Epsilons hätten deutlich stärker sein können. Aber gleichzeitig hätte sie damit den Gegner bezwungen, bevor sie Spaß haben könnte. Denn durch einen passiven Nahkampf, in dem sie selten Angriff, aber jeden Angriff blockierte, hatte sie ihrem Gegner den Eindruck vermittelt, dass die Distanz sein Freund war. In diesem Kampf, welche guten Angriffe könnte er denn auf Distanz nutzen als ein aggressiver Feentyp? Monagoras trat kurz darauf aufs Feld. Das Duell war im Prinzip bereits gewonnen. Denn selbst wenn das schwächste Glied Team Slash nun verlor, würde es 2-1 stehen und Seraora stünde erneut gegen Milotic. Und das war auch nur ein Wenn. Denn auch wenn Monagoras der Schwächste in Team Slash war, machte ihn das noch lange nicht schwach. Zudem war Pflanze höchstens okay als Typ gegen ihn. Gift auf einen Fels hingegen wirkte beinahe schwachsinnig. Und hier kam wieder eine große Kämpferstärke zum Einsatz. Durchhaltevermögen. Um Monagoras zu bezwingen, musste man ihn bewegen. So funktionierte nun einmal der Ringkampf. Allerdings war Monagoras alles andere als ein Leichtgewicht. Und ohne wirklich starke Angriffe schien es unrealistisch, ihn tatsächlich vom Fleck zu bewegen. Wenn man effektive Angriffe hatte, Stahl, Drache, Kampf, Boden, dann konnten auch scheinbar schwächere Angriffe einiges bewirken. Ohne dies allerdings waren tatsächlich nur die aufwendigen und wuchtigen Treffer wirklich hilfreich. Von jenen hatte Roserade allerdings nicht sonderlich viele. Schlammbombe war gewöhnlich mächtig.
Einen Felsen zu vergiften machte allerdings wenig Sinn. Es blieb im Prinzip nichts als Holzhammer. Außer unzählige kleine Hiebe würden ihr Ziel finden und mehr zurückdrängen. Diese Strategie litt allerdings unter dem simplen Fakt, dass ihr Ziel sich wehrte. Auch Monagoras Hiebe brauchten in der Regel Zeit. Jedoch fiel es ihm deutlich leichter, diese Zeit auch tatsächlich zu finden. Trotzdem war es ohne Frage der ausgeglichenste Kampf dieser Runde. Denn es entstand auch hier wieder ein Duell von Agilität gegen Trägheit. Wie bereits bei Seraora und Milotic. Nur, dass hier nicht auch noch alle anderen Zeichen für das agile Pokémon standen. Und doch war es letztlich ein Duell zwischen Rang 2 und Rang 15. Und als ein solches ging es auch raus. 3:0 für Slash, auf ins Viertelfinale. Im Anschluss, als weitere Achtelfinals und die ersten beiden Viertelfinals stattfanden, nutzte Epsilon die Zeit, um die Lage zu analysieren. Die nächsten Gegner ihres Teams waren ihr fremd. Jedoch schienen sie nicht sonderlich bedrohlich für Team Slash. 2 von 3 Pokémon verloren im Prinzip durch ihre Typen automatisch, wenn sie die falschen Gegner trafen. Mit einem Pilipper, welches gegen Seraora Sekunden durchhalten würde, und Lavados, der gegen Monagoras ohne jede Chance war. Wobei auch Seraora gegen diesen sehr stark war. Eine große Hürde könnte sich allerdings in der nachfolgenden Runde im Halbfinale stellen. Sollten Iron Fist ihr Viertelfinale gewinnen. Der dritte Platz der Saison würde in diesem Falle auf Team Slash treffen, um ins Finale gelangen zu wollen. Auf der anderen Seite der Turnierklammer stach ein Team hervor wie kein anderes. Polana Vatra. Bereits 2 3:0 Siege hinter sich. Eine Bilanz, welche außer Team Slash kein anderes Team überhaupt noch erreichen könnte. Und gleichermaßen glaubte Epsilon kam, dass sich dies noch effektiv ändern würde. Nicht einmal die potenziell stärksten Gegner auf der Turnierseite Polana Vatras, Rang 4 der Saison, sagten ihr vom Namen her überhaupt irgendwas. In Epsilons früherer Heimat hat es dieses Team definitiv nicht gegeben. Oder zumindest nicht in der Königsliga. Das Turnier nahm bereits eine sehr vorhersehbare Richtung an. Das einzige Duell, welches in den Augen der Zuschauer auch nur irgendwas ändern konnte, war ein Halbfinale zwischen Slash und Iron Fist. Aber auch das änderte nur die Finalaufstellung. Denn Polana Vatras Sieg wirkte schon beinahe vom Schicksal vorherbestimmt. Aber Schicksal, an sowas glaubte eine Epsilon nicht.